Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 7, die zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion DIE LINKE für ein Gesetz zur Änderung des Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzes, HKJGB, Drucksache 19-4397 zu 19-4263. Und bitte als Erstes den Berichterstatter Abg. Roth um Bericht. Na, Abg. Rudolph zur Berichterstattung. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der Sozial- und Integrationspolitische Ausschuss empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen von CDU, SPD, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und FDP gegen die Stimme der LINKEN, den Gesetzentwurf in zweiter Lesung abzulehnen. Danke, Herr Rudolph. Ich eröffne die Aussprache. Vorgesehene Redezeit ist 10 Minuten. Als Erstes erteile ich für die Fraktion DIE LINKE Frau Schott das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ja, bedauerlicherweise. Denn wenn Sie diesem Entwurf zugestimmt hätten, hätten wir eine deutliche Verbesserung der Situation der Eltern, Kinder und Erzieherinnen in unserem Lande und auch der Verwaltung. Wir haben Ihnen unseren Gesetzentwurf zur Abschaffung der Elternbeiträge und Erhöhung der Pauschalen deshalb noch einmal vorgelegt, weil wir in der sehr interessanten Anhörung, bei der es eine große Resonanz zur Erhöhung der Qualität und die Finanzierung der Entlastung der Eltern gab, dazugelernt haben. So etwas soll es gerüchteweise in diesem Landtag geben. Und danach haben wir einige wenige Modifikationen vorgenommen. Wir bleiben dabei. Die Pauschalen des Landes müssen erhöht werden. Die Elternbeiträge sollen abgeschafft werden, im neuen Entwurf wortwörtlich. Die Pauschalen werden vereinfacht, was sich geändert hat. Die Qualität soll im Gesetz deutlicher abgefordert werden. Die Pauschalen erfahren deshalb eine Differenzierung danach, ob das Kind unter oder über 25 Stunden in die Kita gehen soll. Die Anpassung an tarifliche Erhöhung wird aufgenommen. Statt der aktuell 28 unterschiedlichen Pauschalen, 28, soll es nur noch 4 geben. In diese sind die bisherigen Pauschalen einberechnet und orientieren sich an der jeweils höheren Pauschale. Das ist eine radikale Vereinfachung. Ich muss allerdings zugeben, dass ich von Anfang an die Befürchtung hatte, dass aus einem schlechten Gesetz, und das ist das KiföG, auch mit mutigen Verbesserungen kein ganz gutes Gesetz werden kann. Diese Befürchtung hat die Lektüre des Evaluationsberichts ordentlich Nahrung gegeben. Ich kann die Einschätzung des Sozialministers nicht nachvollziehen, dass sich die meisten Annahmen, und damit meinte die kritischen, zur Einführung des Gesetzes durch wissenschaftliche Evaluation nicht bestätigt haben und es sich um ein gutes und solides Gesetz handeln soll. Wenn keine Kita wegen des Gesetzes geschlossen wurde, zumindest einige Träger haben aufgegeben, und alle Kinder überlebt haben, ist es noch kein Zeichen für ein gutes Gesetz. Sowohl zu Beginn als auch zum Abschluss der Evaluation wird das hessische KiföG durch die befragten Akteurinnen mehrheitlich abgelehnt. Dies differenziert sich zwar und wurde im zweiten Befragungsjahr etwas besser, allerdings kommt keine der befragten Gruppen über 50% Zustimmung, fast alle aber auf über 50% Ablehnung. Trotzdem müssen alle, die mit dem Gesetz zu tun haben, sich damit arrangieren und damit arbeiten. Wahrscheinlich wäre der Widerspruch noch viel größer, wenn nicht viele Kommunen die Mindeststandards des KiföGs nicht als Begrenzung nehmen und einen viel höheren Personalschlüssel ansetzen. Das sind Kommunen, die verstanden haben, wie wichtig eine gute und gut ausgestattete frühkindliche Bildung und wie entscheidend dies für die Entwicklung der Kinder ist. Wir können uns bei denen nur bedanken. Genau für die Kommunen, die mehr Spielraum brauchen und auch nutzen für eine bessere Qualität, für mehr Personal und für eine gute Ausstattung, muss die Landesförderung, wie wir es mit diesem Gesetz vorschlagen, erhöht werden. Sie muss in den nächsten Jahren weiter steigen bis zur weitestgehenden Übernahme durch das Land. Der Mangel an Erziehungsfachkräften wird nicht bewältigt, solange die Arbeitsbedingungen so schwierig sind, wie sie sind. Die Belastungen in den Kitas sind hoch. Mehr Personal ist auf jeden Fall der richtige Schritt, um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu entlasten, aber auch für die Kinder zu sorgen, genügend Zeit zu haben, damit sie dort wirklich gut und pädagogisch betreut werden können. Eine Kita, in der genügend Personal sich um die Kinder kümmert, ist für alle Beteiligten, auch für die Eltern, weniger anstrengend.
Erzieherinnen und Erzieher können länger berufstätig sein. Es werden mehr junge Leute für den Beruf zu begeistern sein. Wenn die Arbeitgeber dann auch noch davon überzeugt werden, die Bezahlung zu verbessern, dann kann irgendwann nichts mehr im Wege stehen, der frühkindlichen Bildung den Stellenwert zuzumessen, wie sie es in den meisten anderen europäischen, besonders nordeuropäischen Ländern bereits hat. Dafür ist aber noch ein Paradigmenwechsel erforderlich. Ein erster Schritt wäre beispielsweise, die Voraussetzungen zu schaffen, dass Kita-Leitungen von ihrer Arbeit in den Gruppen freigestellt werden. In 42% der kleinen Kitas, in 21% der mittleren und in 10% der großen Kitas gibt es in Hessen keine pädagogisch Tätigen, die für Leitungsfunktionen freigestellt sind. Das ist doch unvorstellbar. Das können wir uns in keinem anderen Betrieb vorstellen. Diese Freistellungen wären noch viel nötiger als vor Kieferzeiten, da mit diesem Gesetz eine solch bürokratische Vorgabe geschaffen wurde, dass diese Kritik sogar beim Sozialminister angekommen ist. Also mehr Belastung, aber immer noch keine Freistellung, unerträglicher Zustand. Ändern Sie das endlich ab. Und ich will mir heute auch noch einmal die Mühe geben, Ihre Behauptung zu widerlegen, dass die Befreiung von den Elternbeiträgen nur die Reichen bevorzugt. Zwei Personen mit einem Kind, die ein Einkommen ab 1.400 € haben, plus die angemessenen Kosten für Unterkunft, die haben ganz schön große Probleme, durch den Monat zu kommen, und die sind alles andere als reich. Eine Befreiung von Elternbeiträgen bekommen sie aber gewiss nur stellenweise und auch oft nur teilweise. Das heißt, genau diese Zielgruppe ist belastet von Kita-Beiträgen, und sie haben ein Einkommen, das knapp über dem Grundsicherungsanspruch liegt, und sie werden von den Beiträgen halt nicht befreit. Und sie müssen auch andernorts zahlen. Sie müssen GZ bezahlen. Sie haben keine Erleichterung bei Krankheitskosten oder in anderen Lebenslagen. Es handelt sich also um arme Kinder in armen Familien. Kinderarmut interessiert die Politik aber meist nur in Sonntagsreden. Wenn es dann darum geht, tatsächlich Maßnahmen zu ergreifen, dass alle Kinder unabhängig von den häuslichen finanziellen Verhältnissen an den pädagogischen Maßnahmen teilnehmen können, dann verlässt die Politik ihr Sonntagsgesicht. Genau dies wäre aber das richtige Konzept, zu sagen, dass das, was im öffentlichen Interesse ist, das Gemeinwohl für alle zugänglich zu machen, diskriminierungsfrei, barrierefrei und erreichbar. Eigentlich war das auch einmal ein grünes Konzept, haben Sie aber irgendwo auf dem Weg, glaube ich, verloren. Auch wenn die heutigen Eltern nicht mehr alle jung sind, meistens sind sie jedoch Berufsanfänger und Anfängerinnen, sind noch im Studium und verdienen nicht üppig. Für Menschen mit geringem und normalem Einkommen sind die Beiträge, die neben vielen anderen Erhöhungen gerade auf die Familien zukommen, wie Grundsteuer, wie Anliegerkosten, wie Kosten für Strom, Wasser und Heizung, Miete usw., so die alle nicht einkommensabhängig sind, eine echte Belastung. Natürlich profitieren auch Reiche von dem Gesetz. Aber da kann ich Sie nur auffordern, tatsächlich mit Politik zu steuern und Menschen in unteren Einkommenssphären zu entlasten und dafür diejenigen mit den hohen Einkommen stärker zu belasten. Damit hätte der Staat auch genügend Einnahmen, um die Beitragsfreiheit zu finanzieren. Hier kann tatsächlich im Interesse eines gerechten Ausgleichs gesteuert werden. Dem stehen aber die Forderungen aus der Wirtschaft nach Steuerentlastung für Unternehmen und Gutverdienende entgegen, denen die Bundesregierung ja viel lieber nachkommt. Das wissen wir hinlänglich. Ich hatte Sie bereits bei dem ersten Gesetzentwurf darauf hingewiesen. Wer Verwaltungsvereinfachung und Bürokratieabbau möchte, muss diesem Gesetzentwurf zustimmen. Stellen Sie sich einmal vor, was alles wegfällt, wenn Sie unser Modell akzeptieren. Das Land braucht weniger Personal, um die Zuschläge zu kontrollieren und zu verausgaben und die Pauschalen zu berechnen. Es kann auch besser kalkulieren. Die Landkreise und kreisfreien Städte brauchen keine Abteilungen mehr, bei der die Ermäßigungen oder der Erlass beantragt wird. Sie müssen diese Gelder auch nicht den Trägern zur Verfügung stellen. Beispielsweise spart ein Kreis mit 250.000 Einwohnern und Einwohnerinnen etwa 2 Millionen € auf diese Weise ein. Der Kita-Träger braucht sich nicht mehr mit den Eltern über die Beiträge auseinanderzusetzen. Er muss sie nicht mehr einfordern, anmahnen oder gar vollstrecken oder am Ende doch niederschlagen, weil sie nicht beizubringen sind. Die Auseinandersetzung läuft in der Regel zulasten des betreuten Kindes. Eltern bringen ihre Kinder dann oft nicht mehr. Die meisten dieser Beiträge sind eh nicht einbringbar. Die Kitas könnten sich auf ihre Kernaufgabe konzentrieren und müssen nicht ständig rechnen
ob noch genügend Kinder für das vorhandene Personal da sind oder ob man pädagogische Kräfte, die Vollzeit arbeiten wollen, tatsächlich so einstellen kann und wie man die Teilzeitkräfte einsetzt oder ob jemand Stunden reduzieren muss oder. In Kassel beispielsweise diskutiert man im Moment darüber, dass man dann eben die Schließzeiten verlängert, das heißt die Öffnungen verkürzt, die Ferien künstlich verlängert, was für berufstätige Eltern ein echtes Problem darstellt. Das sind die kreativen Lösungen, die die Kommunen dann finden müssen, um dem entgegenzutreten, was sie tatsächlich hier ereilt und dem wir entgegenarbeiten könnten, wenn wir denn uns dazu entschließen würden. Das alles würden wir uns ersparen, wenn das Land seine Aufgabe ernst nehmen würde, gute Bedingungen für die Kindertagesbetreuung zu schaffen. Selbstverständlich kann sich die Landesregierung an den Bund wenden, um Unterstützung in dieser Frage zu bekommen. Auch auf Bundesebene gibt es die Diskussion um gute und verbindliche Standards, die finanziert werden müssen. Dieser Gesetzentwurf ist ein Schritt in die vollständige Kostenübernahme der Kindertagesbetreuung durch das Land. Diese sollte schrittweise erfolgen, auch wenn die finanzielle Anstrengung auch von uns nicht unterschätzt wird. Ich gebe zu, das sieht so aus, weil wir versehentlich die Kosten für die Einführung in diesem Jahr als Kosten für den Gesetzentwurf veranschlagt haben. Für ein Jahr wäre es dann der doppelte Betrag, der zusätzlich zu den bereits im Haushalt eingestellten Beträgen für die Kinderbetreuung vom Land zur Verfügung gestellt werden muss. Schließlich tragen auch andere Bundesländer diese Kosten, die ansonsten bei den Eltern landen würden. Und um den üblichen Zwischenrufen zu begegnen, der Länderfinanzausgleich richtet sich nicht nach den Aufwendungen, sondern nach den Einnahmen eines Landes. Die Haushalts- Kommen Sie zum Ende, Frau Schott. Mache ich. Die Haushaltsüberschüsse zeigen, dass dieses Gesetz finanzierbar ist. Und hier ist der Einsatz des Länderfinanzausgleiches richtig, denn der Bund diese Belastung übernimmt, steht nichts entgegen, dass Hessen endlich startet, hier eine gute, eine wirklich gute Finanzierung zu schaffen, im Interesse der Eltern, der Kinder, der Kommunen und der Erzieherinnen und Erzieher. Herzlichen Dank. Danke, Frau Schott. Für die CDU-Fraktion hat sich Frau Wiesmann zu Wort gemeldet. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ein neues Jahr hat begonnen, zu dem ich erst einmal Ihnen allen persönlich alles Gute wünschen möchte und uns gemeinsam frische Ideen, gute Argumente in den Beratungen und dann auch immer wieder kluge Entscheidungen. Und ich will auch gern zusagen, dazu auch, soweit ich das kann, möglichst selber immer zu versuchen, einen kleinen Beitrag zu leisten. Der heutige Debattenauftrag, liebe Frau Schott, finde ich aber erschwert es etwas, diesem guten Vorsatz zu entsprechen. Wir beraten über einen Gesetzentwurf der LINKEN, den nicht einmal die Sozialdemokraten, die die eigentliche Intention ihrer Initiative vielleicht teilen, verstehen. Jedenfalls sagten Sie, lieber Herr Kollege, Sie werden es gleich selber ausführen, vielleicht habe ich Sie auch falsch verstanden, aber wenn ich mich richtig erinnere, dann sagten Sie in der zwischenzeitlichen Ausschussberatung, dass trotz Bemühens Sie sich die Vorschläge zur Neugestaltung der Pauschalen doch nicht erschließen konnten und auch überzeugenden Aufschluss im Ausschuss dazu nicht erhielten. Hier steht es noch einmal, ich muss natürlich nicht Ihre Position vortragen. Es war aber für mich doch auch erhellend. Aus Perspektive meiner Fraktion kann ich meinerseits hier nur die wichtigsten Argumente unserer Beurteilung vom Dezember in der ersten Lesung wiederholen. Denn im Ausschuss, und das teile ich, lieber Herr Merz, haben Sie, Frau Schott, leider nichts Erhellendes zu unseren Bedenken gesagt. Also in aller Kürze, denn das Leben ist kurz, und der eine oder andere hat heute noch etwas Wichtiges vor. Unsere drei wesentlichen Gründe, Ihren Gesetzentwurf auch heute abzulehnen. Erstens. Sie wollen Kita-Beiträge grundsätzlich verbieten, obwohl es tatsächlich auch doch heute, das muss ich noch einmal wiederholen, im Wesentlichen die ganz gut Gestellten sind, die sie tragen. Und dazu wollen Sie die Förderpauschalen des Landes um ein Mehrfaches erhöhen, auf eine Weise, die nicht ersichtlich und nicht nachzuvollziehen ist. Aber vor allen Dingen im Ergebnis, Sie wollen ein gewaltiges Entlastungsprogramm für diese relativ gut gestellte Gruppe von Menschen hier beschließen, und es soll den Steuerzahler im Endausbau fantastische zusätzliche 700 Millionen € pro Jahr kosten. Und Sie wollen damit den stattlichen und richtigen Betrag von rund 460 Millionen €, den das Land dank unserer Politik, der CDU, gemeinsam erst mit der FDP und dann mit den GRÜNEN jetzt so geführt und fortgesetzt,
also den wir schon jetzt pro Jahr für die Kinderbetreuung aufwenden, nochmals für 2,5-fachen. Nach diesen großen Zuwächsen der vergangenen 10 Jahre, denn ich erinnere an die 100 Millionen € im Jahr 2006. Wir finden, mit solchen Vorschlägen untergraben Sie die Zukunft auch der Familien, aber letztlich aller im Hessenland, und schaden den Perspektiven künftiger Generationen, die dafür nämlich irgendwie aufkommen müssten. Ja, das müssten Sie. Und wer so, ja, aber die Generation muss es ja bezahlen. Nein, nichts da. Das müssen die Kinder, ja, ja, aber die müssen dafür ja auf. Das ist eben gerade verantwortungsvolle Politik, Herr Schaus, dass man das bedenkt, was man denen, was man heute verspricht und was künftige Generationen dann einlösen müssen. Das sind unseriöse Vorschläge, sage ich Ihnen. Und Sie präsentieren sie ohne Rücksicht auf das, was Ihnen dazu gesagt wird. Jedes Mal wieder neu und ohne die Berechnung offenzulegen, ohne überhaupt irgendeine vernünftige Begründung zu liefern, mit der Gießkanne, das ist einfach nicht ernst zu nehmen. Zweitens, die Abschaffung, jetzt kommen wir noch zu den Feinheiten, die Abschaffung jeglicher Differenzierung der Pauschalen, nur noch eine einzige, die haben Sie jetzt wieder gebracht, zwischen Halbtag und Ganztag, um es mal grob zu sagen. Alles, was nämlich steuert, und Sie haben ja eben gesagt, steuern Sie doch endlich, alles, was wirklich steuert nach Qualität und Bedarf, das schaffen Sie ab in Ihrem Vorschlag. Das ist nämlich schon da im KiföG heute. Seit der Evaluation nämlich wissen wir, wir werden das noch ausführlich besprechen, aber zwei Dinge wissen wir schon, dass beispielsweise die Pauschale für den Bildungs- und Erziehungsplan hervorragend angenommen wird. Und wir wissen, dass auch die Schwerpunktpauschale grundsätzlich begrüßt und überwiegend in Anspruch genommen wird. Die kann bestimmt auch noch verbessert werden. Aber wir wissen, dass dies ankommt. Und Sie hingegen wollen das eine plump vorschreiben und das andere abschaffen und insgesamt alle in jeder Beziehung über einen und denselben Leisten scheren. Begründen Sie dies doch einmal. Für uns ist es vollkommen unbegreiflich, und das kann nicht überzeugen, unsere Fraktion nicht, und nehme an und weiß es, die Partner von den GRÜNEN auch nicht. Wir nämlich stehen gemeinsam für die kontinuierliche Qualitätsentwicklung der Kinderbetreuung in Hessen, zu der das neue KiföG, es mag nicht perfekt sein, wir werden es noch weiterentwickeln, aber doch durch die deutlich gesteigerten Pauschalen, durch den guten Mindeststandard, durch die qualitätsbezogene Fortbildung und eben auch die qualitätsorientierten Pauschalen sehr viel beiträgt. Und während Ihnen all dies offensichtlich doch im Endeffekt egal ist, werden wir uns auch zukünftig ins Zeug legen, in der Betreuungsqualität noch weitere Verbesserungen zu erreichen. Drittens und ein Letztes. Sie negieren die aus unserer Sicht sehr wichtigen, vielleicht wichtigsten Charakteristika der hessischen öffentlichen Kinderbetreuung. Trägerautonomie, Trägervielfalt und die Bildungs- und Erziehungspartnerschaft zwischen Eltern und Einrichtungen. Ich finde es interessant. Wir hatten eine ausführliche Debatte dazu hier in der ersten Lesung. Auch der Minister hat dazu wichtige Dinge gesagt. Und Sie haben nicht mit einem Wort diese Kritik überhaupt nur erwähnt. Sie streichen diese Dinge in Ihrem Gesetz. Davon ist überhaupt nicht mehr die Rede, dass ein Träger gefordert ist, an diesem gemeinsamen Auftrag tatsächlich mitzuwirken, dass die Eltern mitgenommen werden müssen, dass er das in seiner Verantwortung tut. Wir finden das wichtig. Sie haben nichts unternommen, unsere grundsätzlichen Zweifel in der Ausschussberatung zu zerstreuen oder irgendwie wenigstens abzumildern. Nein. Und das bringt mich jetzt zum wichtigsten Punkt. Sie wollen nämlich genau das. Sie wollen ein ausschließlich staatlich finanziertes, auf Landesebene staatlich finanziertes Einheitssystem der Kinderbetreuung, dem sich aus der Verbindung von legitimen Elternbedürfnissen nach Vereinbarkeit, die ich nicht bestreite, und Gratisverlockung heraus keiner mehr entziehen mag oder kann. Das ist Ihr Kalkül. Sie räumen die Eltern aus dem Weg, streben die Lufthoheit über den Kinderbetten an. Ja, Sie räumen in der Mitsprache über die Erziehung, was dort in den Einrichtungen geschieht. Aus dieser Partnerschaft räumen Sie sie aus dem Weg. Das ist genau das. Oder Sie hätten es ja ändern können. Sie müssten es ja so nicht schreiben. Und deshalb konstatiere ich hier aus Sicht der CDU-Fraktion einen überflüssigen Gesetzentwurf, der als einzigen Vorzug hat, ganz auch unverblümt in diesem Punkt offenzulegen, was Sie im Sinn haben, einen omnipräsenten Staat und eine in Einzelteile zersprengte Familie. Beides wollen wir nicht, sondern stattdessen die Fortsetzung unserer steten Politik für bedarfsgerechte Kinderbetreuung für alle die, die den Rechtsanspruch wahrnehmen wollen, für bessere Kinderbetreuung und für mehr Familiensinn in diesem Land. Und deshalb lehnen wir Ihren Gesetzentwurf ab und versichern Sie aber auch für alle Ihre künftigen Versuche unserer geduldigen Wachsamkeit. Vielen Dank. Applaus
Danke, Frau Wiesmann. Für die FDP-Fraktion erteile ich Herrn Rock das Wort. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Liebe Kollegin Wiesmann, was war denn das eben? Ich bin ein bisschen irritiert. Also, ehrlich gesagt, habe ich ja hier schon an diesem Pult mehrfach versucht zu erklären, dass das, was die Familien in unserem Land leisten, was die Familien in unserem Land beitragen, den Staat nicht arm macht, sondern den Staat reich macht. Und dass nur in der Frage der Mittel, die verteilt werden, dadurch, dass viel mehr Frauen auch arbeiten, die Mittel halt nur zu 13% bei den Kommunen bleiben und Land und Bund die Hand aufhalten und den Großteil dieser Mittel, die durch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf fällig werden, dann eben einkassieren und die Kommunen aber die Hauptlast der Kinderbetreuung tragen. Und deshalb ist es nicht so, dass die Familien sich bei der Union entschuldigen müssen dafür, was sie jeden Tag leisten, sondern dass sie Anspruch darauf haben, dass die Qualität in den Kindertageseinrichtungen entsprechend gut ist und dass man sich auch zumindest mittel- und langfristig sich mal Gedanken darüber macht, warum müssen die Eltern das dann auch noch zusätzlich mit Gebühren bezahlen. Und ich gebe Ihnen ein ganz gutes Argument dafür, warum man das eben nicht machen soll. Weil das aus unserer Sicht Bildungseinrichtungen sind. Und wir uns doch einig sind, dass für Bildungseinrichtungen gilt, dass der Zugang unabhängig von den ökonomischen Möglichkeiten für jeden gleichberechtigt zugänglich sein sollte. Aber diesen ersten Schritt sollten Sie auf jeden Fall einmal gehen und anerkennen, dass Kindertagesstätten in Hessen Bildungseinrichtungen sein sollen und dass wir das gemeinsam erreichen wollen. Weil dann wären wir gemeinsam einen Schritt weiter, und dann könnten wir uns auch darauf einigen, dass man dafür keine Beiträge mehr erheben sollte. Und was ist dafür notwendig in unserem Land? Dafür ist notwendig in unserem Land, dass diese Kindertagesstätten Beziehungspflege durchführen können, dass frühkindliche Bildung im Zentrum steht und dass natürlich die individuelle Förderung der Kinder im Zentrum steht der frühkindlichen Bildung und natürlich kein Frontalunterricht oder Lehrpläne, sondern dass man eben frühkindliche Entwicklungsphasen entsprechend versucht, den Kindern die bestmöglichen Chancen zu ermöglichen. Das muss im Zentrum all unserer Überlegungen stehen und nicht Verteilungsgerechtigkeit oder was weiß ich, sondern die Chancen der jungen Menschen in unserem Land. Und dazu gehört natürlich auch, dass alle gleichberechtigt an diesen Chancen teilhaben können. Aber dazu gehört der erste Schritt, und das heißt auch, dass unsere Kindertagesstätten, die sicherlich sehr engagiert wird dort gearbeitet, aber dass dort mehr Ressourcen des Landes hineinkommen und dass dort eben auch mehr Bildungsarbeit stattfinden kann, weil hier geht es wirklich um Chancengerechtigkeit, um Chancen von jungen Menschen, und das müssen wir fördern. Und da dachte ich, Frau Kollegin Wiesmann, da wären wir uns eigentlich alle einig hier im Landtag, dass es da nur geringfügige Unterschiede gäbe. Ich möchte auch noch einmal, der Minister redet ja nach mir, die Frage stellen, was bringt das Land ein? Also, ich denke, so rund 500 Millionen €, wenn man die Erstattung des halben dritten Kindergartenjahres mitrechnet, ist etwas, was das Land dort hineingibt in den Bereich. Das ist viel, das ist nicht wenig. Aber wenn ich mir andere Bereiche ansehe und wenn ich mir die Wichtigkeit des Bildungsbereichs ansehe, dann glaube ich, ist es trotzdem angemessen, hier mehr zu investieren. Und ich will das auch einmal an einem Beispiel deutlich machen. Und verstehen Sie mich nicht falsch, wenn ich die Zahlen jetzt sage. Inklusive Sozialversicherungsleistungen gibt die Bundesrepublik Deutschland im Jahr 900 Milliarden € für Soziales aus. 900 Milliarden € für Soziales und über alles im Bereich Bildung gerechnet vielleicht 120 Milliarden €. Und dann müssen wir uns, wenn wir uns in Sonntagsreden immer wieder versprechen, dass das, was in den Köpfen unserer Menschen ist in unserem Land, dass das sozusagen das Gold ist, das wir heben wollen. Und jetzt sage ich jetzt noch einmal humanistisch gesprochen auch, dass das auch ein Stück weit Lebensglück der Menschen ist, wenn sie aus ihrem Potenzial machen können, was sie eben an Potenzial haben, dass das im Fokus stehen soll. Und ich spreche ja nicht davon, dass wir jetzt hier Soziales gegen Bildung aufrechnen. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, auch einmal zu sagen, der Schwerpunkt muss auch stärker in den Bereich der Bildung verschoben werden. Und das ist eine Aufgabe, die wir gemeinsam hier
hoffe ich doch als Politik als Aufgabe sehen und gemeinsam bewältigen wollen, auch wenn uns klar ist, dass im täglichen Verteilungskampf zwischen Sicherheit, zwischen Flüchtlingsbewältigung, zwischen Transferleistung, die Bildung aber trotzdem so wichtiger Stellenwert hat oder Umwelt so einen wichtigen Stellenwert hat, dass wir hier an der Stelle mehr machen sollten. Und natürlich ist es so, wir haben ja in zwei Wochen unseren Kita-Gipfel in der Staatskanzlei, und da können wir ja auch noch, wir haben den evaluierten Bericht fürs KiföG. Ich glaube, das Thema können wir hier immer noch als Grundlage nehmen, auch weiter diese Bereiche hier im Hessischen Landtag zu diskutieren, sodass man vielleicht doch zu diesem Versäumnis Kenntnis nimmt, dass diese Landesregierung hat, dass sich zum Bereich frühkindliche Bildung im Koalitionsvertrag eben nichts findet. Und dass im Koalitionsvertrag dazu eben keine Initiativen, keine Weiterentwicklung und keine Qualitätssteigerung finden. Und da, glaube ich, kann man aber im aktuellen Geschäft nachsteuern. Dazu fordere ich Sie auf. Wie wir uns gegenüber dem Gesetzentwurf der LINKEN verhalten, habe ich schon in der ersten Lesung gesagt. Es ist ja sozusagen ein Wiedergängergesetzentwurf. Ich glaube, das ist jedem hier klar. Es ist ja auch schon vom Berichterstatter hier deutlich geworden, wir lehnen diesen Gesetzentwurf ab. Dennoch ist es wichtig, dass wir in den Bereich investieren, dass wir dort weiterkommen. Und ich glaube, in zwei Wochen können wir es auch noch einmal mit den Fachleuten besprechen. Vielen Dank. Danke, Herr Rock. Für die SPD-Fraktion erteile ich Herrn Merz das Original, das Wort. Diesmal er selbst. Halt, Forum. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es ist hier von dem Sonntagsgesicht der Politik geredet worden. Ich habe jetzt einmal mein diensttägliches Gesicht aufgesetzt, und ich möchte auch diensttäglich reden. Frau Kollegin Wissmann, das bringen wirklich nur Sie fertig. Das bringen wirklich nur Sie fertig, die Abschaffung der Gebühren für den Besuch von Kindertagesstätten zu interpretieren als einen Schritt hin zur Verstaatlichung der Kindheit durch den Staat und die Abschaffung der Eltern. Das bringen wirklich nur Sie fertig. Das nötigt mir fast schon wieder, Bewunderung ab. Frau Kollegin, die Frage, wer es bezahlt, hat mit der Frage des Elternrechts auf Erziehung gar nichts zu tun. Gar nichts zu tun. Gar nichts zu tun, und das war der Regelungsgehalt. Wenn in dem Gesetzentwurf der LINKEN, überhaupt etwas geregelt wird, schlecht geregelt wird, und zwar so schlecht, dass wir ihn ablehnen werden, dann ist es die Gebührenfreiheit für Kindertagesstätten, die im Übrigen, und das ist jetzt, um mich mal den vielen Widersprüchen zu widmen, mit denen Frau Kollegin Schott versucht hat, dieses Begräbnis dritter Klasse für ihren Gesetzentwurf irgendwie noch ein paar Weihrauchdüfte zu verleihen. Ja, Weihrauchdüfte. Na ja, sie hat versucht, irgendwie drumherum zu verstreuen und zu verdecken, dass dieser Gesetzentwurf so etwas von versenkt ist, wie ich selten einen Gesetzentwurf versenkt bekommen sehen. Ja, er ist versenkt. Der ist schlicht versenkt, auch in der vierten Lesung, die es ja heute ist, weil dieser Gesetzentwurf nichts von dem regelt, Frau Kollegin, das habe ich Ihnen in der ersten Lesung oder in der dritten eigentlich, jedenfalls in der im Dezember schon gesagt, und es sind seither kein einziger neuer Aspekt hinzugekommen. Dass die drei Ziele, die Sie erreichen wollen, nämlich die Gebührenbefreiung für die Eltern, die Vereinfachung des Systems der Verwaltung von Kindertagesstätten und die stärkere Beteiligung des Landes an den Kosten. Alle diese drei Ziele teilen wir, aber keines dieser Ziele wird mit dem vorliegenden Gesetzentwurf erreicht. Weil Sie ein Mittel gewählt haben, nämlich die Abschaffung aller differenzierten Fördertatbestände. Sie haben sich ja nur auf die finanzielle Seite konzentriert. Das, was eigentlich die bürokratischen Beschwerden macht, ist das System der Personalbemessung. Das, was eigentlich in den Kindertagesstätten zu Unruhe führt, in den Einrichtungen selber zu Unruhe führt, bei den Einrichtungsleitungen zu Unruhe führt, ist genau dieses System der Personalbemessung, das sozusagen immer Höhen und Tiefen aufweist. Das haben wir in der ersten Debatte, in den Debatten zum KiföG immer wieder gesagt.
Das bestätigt im Grunde auch nach meiner Lesart der Evaluationsbericht, dass das eines der großen Beschwernisse ist. Aber das räumen Sie nicht aus dem Weg, sondern Sie räumen nur aus dem Weg auf eine vollkommen intransparente Art und Weise. Auch das habe ich in der Lesung im Dezember gesagt. Sie räumen es aus dem Weg dadurch, dass Sie die Finanzierung auf eine neue Grundlage stellen, deren Berechnung Sie uns aber nach wie vor schuldig geblieben sind. Sie haben nach wie vor nicht dargelegt, in welcher Art und Weise die von Ihnen festgelegten Pauschalen korrespondieren mit den tatsächlichen Kosten, die durch den Einnahmeausfällen, die durch den Verzicht auf Elternbeiträge entstehen, und wie sie korrespondieren mit der beabsichtigten Trägerentlastung. Dazu haben Sie jede Aussage bisher vermissen lassen. Und wir haben auch leider keine Anhörung mehr, weder eine schriftliche noch eine mündliche, wo wir das noch einmal hätten vertiefen können, im Austausch beispielsweise mit den Kommunalen Spitzenverbänden, wo man das hätte erhärten können, was tatsächlich gebraucht würde, um eine vollständige Entlastung von Eltern von Kindertagesstättengebühren zu erreichen. Das ist keine triviale Aufgabe. Wir setzen uns gerade mit ihr vertieft auseinander. Und was gebraucht würde, wenn man das zusammenfassen will, zu einem einheitlichen Fördertatbestand, was gebraucht würde, um eine substanzielle Trägerentlastung tatsächlich zu erreichen. Dazu schweigt sich Ihr Entwurf und auch seine Begründung vollkommen aus. Vollkommen aus. Sie haben eine gegriffene Zahl gemacht. Jetzt verstehe ich, dass das am Anfang da mit den 260 und 520 so etwas kann einem passieren. Aber die 520, auch das habe ich in der ersten Lesung gesagt, auch die 520 Millionen, die Sie eingesetzt haben, sind im Grunde vollkommen gegriffen. Und man kann nicht nachvollziehen, wo diese Zahl herkommt. Wo diese Zahl herkommt. Und es fehlt jedes. Sie haben gesagt, es gäbe einen Übergangs-, eine Schrittweise. Das ist nicht der Fall. Sie haben einfach den § 32 Absatz b, nein, Nummer 32b gestrichen, sofort und gleich, das kann man machen. Aber dann kann man nicht mehr von übergangsweiser Gebührenbefreiung reden, sondern es ist dann mit einem Schlag. Wie gesagt, das kann man wollen. Sie haben das gesagt, schrittweise. Und Sie haben auch manches andere gesagt, was, wie gesagt, nicht, nach meiner Lesart nicht mit, den, nicht mit einer ordnungsgemäßen Gesetzesarbeitung in Einklang zu bringen ist. Jedenfalls war das auch einer der vielen Widersprüche jetzt auch heute in Ihrer Darstellung. Ich will das, was wir anstreben, hier kurz skizzieren. Wir werden sehr sorgfältig den Evaluationsbericht studieren. Das haben wir schon getan. Wir werden sehr aufmerksam an dem runden Tisch teilnehmen. Wir werden sehr aufmerksam und auch sehr aktiv an der Ausschussberatung dazu teilnehmen, die es ja geben wird. Und wir werden dann gemeinsam im Gespräch mit den Trägern, mit den Wohlfahrtsverbänden, mit den anderen Akteuren, mit den Gewerkschaften beraten darüber, was an Reformbedarf für das KiföG aus den Erfahrungen aus der Praxis tatsächlich resultiert. Und dann wird auch die Frage der grundsätzlichen Fördersystematik wieder auf dem Tisch sein. Also die Frage, ob es bei der Finanzierung pro besetzten Platz mit all den komplexen Berechnungsmodalitäten und all den komplexen Finanzierungsmodalitäten bleiben kann oder ob es nicht klug ist, die Finanzierung und auch die Verteilung der Finanzierung, auch die Verteilung der Finanzierung zwischen den Kommunen, dem Land und gegebenenfalls dem Bund auf eine neue, auch juristische, gesetzliche Geschäftsgrundlage zu stellen. Das ist der Punkt 1. Darin eingebettet werden wir einen Vorschlag machen für die stufenweise Abschaffung der Kindergartenbeiträge. Die stufenweise Abschaffung der Kindergartenbeiträge unter Einbeziehung der Mittel, die durch die Neuregelung oder Einbeziehung der Mittel durch die Neuregelung des Länderfinanzausgleichs zur Verfügung stehen, von denen der Ministerpräsident gesprochen hat, als er sagt, wenn wir dieses Geld haben, dann können wir über Gebührenbefreiung reden. Das werden wir tun. Wir werden Ihnen Anlass bieten, darüber nicht nur hier zu reden, sondern sich dazu auch politisch zu verhalten in einem Gesetzentwurf, der allerdings dann nicht nur diese Frage regelt, sondern der dann auch die anspruchsvolle Aufgabe mit in Angriff nimmt,
die Konsequenzen aus den Erfahrungen mit dem KiföG zu ziehen. Das ist keine triviale Aufgabe. Deswegen nehmen wir uns dafür Zeit. Wir hatten einen Anlauf gemacht für einen Schritt. Aber wir glauben, dass hier gerade vor dem Hintergrund der Evaluation KiföG, gerade vor dem Hintergrund auch der Weiterentwicklung der Gebührenbefreiungsdebatte, die mittlerweile ja Land auf, Land ab und auf allen Ebenen geführt wird, weitere Schritte notwendig sind. Deswegen wollen wir das in einen einheitlichen Gesetzgebungsvorschlag bringen. Und wir werden uns dann bei dieser Gelegenheit auch mit der Frage befassen, wie die Finanzierungsmodalitäten geregelt werden können und wie die Verteilung der Kosten für die Kinderbetreuung, die gesamtgesellschaftliche und gesamtstaatliche Kosten sind. Da gebe ich dem Kollegen Rock ausdrücklich recht. Haben wir auch hier in vielen Debatten schon herausgearbeitet, die gesamtgesellschaftliche Investitionen sind und deswegen auch gesamtgesellschaftliche Finanzierungsnotwendigkeiten nach sich ziehen, wie diese geregelt werden können zwischen Bund, Ländern und Kommunen, aber ohne dass die Eltern dadurch belastet werden, aus den vielen Gründen, die hier schon vorgetragen worden sind, warum Elternbeiträge in der gegenwärtigen Lage einfach nicht mehr zeitgemäß sind und deswegen auch hier der größte Veränderungsbedarf ist. Herzlichen Dank. Danke schön, Herr Merz. Zu einer Kurzintervention hat sich Frau Wiesmann, CDU, gemeldet. Lieber Herr Kollege Merz, es ist mir jetzt doch ein Bedürfnis, noch einmal zu einem Punkt etwas Stellung zu nehmen. Sie haben mich also hier kritisiert, auch nicht zum ersten Mal, und mich so ein bisschen in eine Ecke gestellt, so nach dem Motto, hier die Vertreterin der CDU ist rückwärtsgewandt, und das haben Sie nicht gesagt, aber es ist neulich schon einmal angeklungen, und spricht von Verstaatlichung der Kindheit. Das war jetzt Ihre, oder fürchtet die Verstaatlichung der Kindheit, war Ihre Formulierung. Ich möchte gerne Sie etwas fragen. Ich habe nämlich diesen Vorwurf an die Linkspartei und auch nur an diese, weil ich genau weiß, wo ich den loswerden muss und wo auch nicht, erhoben im Hinblick mit einem ganz spezifischen Punkt, zu dem Sie sich hier interessanterweise noch, zumindest jetzt auch in dieser Rede, meine ich, nicht geäußert haben. Mich interessiert einfach, was Sie davon halten. Von Trägervielfalt ist in dem gesamten Gesetzentwurf der Linkspartei überhaupt nicht mehr die Rede. Der entsprechende Passus ist gestrichen, und die erhöhten Grundpauschalen, darauf haben Sie implizit hingewiesen, für nichtstaatliche Träger fallen weg. Es gibt einen weiteren Passus, oder ich will ihn noch einmal nennen, der ersatzlos gestrichen wurde. Da heißt es, es bestehe eine Verantwortung des Trägers der Tageseinrichtungen für die Ausgestaltung und Umsetzung der Bildungs- und Erziehungspartnerschaft unter Mitwirkung der Erziehungsberechtigten. Die Linkspartei schlägt vor, dieses ersatzlos zu streichen. Das ist mir auch erst beim dritten Lesen aufgefallen. Das ist für mich ein ganz grundsätzlicher Punkt, und der wirkt sogar unabhängig davon. Also ich befürchte, er würde wirken unabhängig davon, ob ich jetzt Beiträge erhebe oder nicht. Denn wenn man so etwas in einem Gesetzentwurf nicht mehr drinstehen hat, dann heißt es, dass Eltern in ihren Gestaltungs- und Entscheidungsrechten im Hinblick auf die Erziehung ihrer Kinder massiv beschnitten werden, weil sie haben. Danke. Sie haben den als Ansprechpartner für in dieser Partnerschaft nicht mehr den Träger, und Sie haben auch nicht mehr die Auswahl. Das ist ein massiver Eingriff in Elternrechte, den ich in Verbindung mit dann der kompletten Gebührenfreiheit, die hier mit der Gießkanne und so fort, mit allen Kritikpunkten, die Sie auch angesprochen haben, empfohlen wird, fatal halte in der Wirkung, auch wenn es nicht so offensichtlich ist. Kommen Sie bitte zum Schluss, komme zum Schluss. Mich würde interessieren, Herr Merz, wie das die SPD sieht, die ich an dieser Stelle ein differenzierteres Weltbild Ihnen zutraue. Herzlichen Dank. Danke, Frau Wiesmann. Herr Merz zur Antwort. Ich will, Herr Präsident, ich will Ihnen die Antwort nicht schuldig bleiben, Frau Wiesmann. Die Frage der unterschiedlichen Pauschalen für kommunale und für freie Träger hat mit der Frage der Trägervielfalt zunächst einmal nichts zu tun. Man wird sehr, aber selbst wenn man eine einheitliche Pauschale will, wenn man der Auffassung ist, wie ich übrigens bin dieser Auffassung, ich sehe nicht wirklich, wodurch eine niedrigere Pauschale für kommunale Einrichtungen, nicht staatliche, Frau Kollegin, für kommunale Einrichtungen, wodurch die gerechtfertigt wäre im Verhältnis zu freien Trägern. Das ist mit dem Aspekt der Trägervielfalt, hat das nach meinem Verständnis nichts zu tun. Sehr viel
spricht aber für die Aufrechterhaltung der Trägervielfalt. Da haben Sie gar keinen Anlass, an unserer Position dazu zu zweifeln. Das habe ich hier immer gesagt. An der Stelle bin ich ein dogmatischer Verfechter der Subsidiarität, genauso wie ich ein dogmatischer Gegner der Kindergartenpflicht bin. Auch das wissen Sie. So, und das letzte Punkt. Also ich sage noch einmal, die Frage, die Sie zuerst genommen haben, nämlich die unterschiedlichen Pauschalen, wenn man da etwas dagegen hat, das hat das mit Trägervielfalt erst einmal gar nichts zu tun. Man kann das auch als Stärkung der Trägervielfalt betrachten, weil viele Kommunen mittlerweile dazu übergehen, gerade unter anderem, weil es so ist, wie es ist, ihre eigenen Kindertagesstätten abzugeben, auszulagern und freie Träger damit zu beauftragen. Das führt zu der Situation, dass wir teilweise in manchen Gebietskörperschaften keine kommunalen Einrichtungen mehr haben. Das würden Sie unter dem Aspekt der Trägervielfalt nicht unbedingt begrüßen können. Also an der Stelle wäre ich vorsichtig mit meiner Argumentation. Und das andere, was Sie gesagt haben, das ist mir entgangen, in der Tat. Und ich würde das so für uns nicht teilen. Aber da wir den Gesetzentwurf sowieso ablehnen, steht das auch nicht zur Debatte. Danke, Herr Merz. Für BÜNDNIS 90 die GRÜNEN erteile ich Herrn Bocklet das Wort. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der Gesetzentwurf der LINKEN sieht im Wesentlichen zwei Bausteine vor. Das eine ist der Beginn der Einführung der Beitragsfreiheit für Eltern in Kindergarten, für die Kinderbetreuung. Das zweite ist die Frage Anhebung oder Veränderung der Pauschalen. Zur Beitragsfreiheit in Kindergärten haben wir hier schon ganz oft geredet. Ich glaube, wir haben versucht, mehrfach darzulegen, dass wir in der Kinderbetreuungspolitik eine andere Situation vorfinden als etwa in der Schulpolitik, dass wir eigentlich erst seit 20 Jahren gesetzlich abgesichert ein Recht auf Kinderbetreuung haben, jetzt noch einmal auch ein Recht auf Kinderbetreuung unter 3 Jahre, dass wir mit dem langsamen Aufbau von Einrichtungen flächendeckend für Kinder unter und über 3 Jahre, für Kinder, die einen Ganztagesplatz brauchen, eine immense Investitionskraft gebraucht haben, um überhaupt eine Quantität, ein tatsächliches Angebot für alle Eltern in Hessen zu schaffen. Zweitens, glaube ich, haben wir dann den Auftrag, nicht nur eine Quantität herzustellen, sondern auch eine Qualität in den Kindergärten zu beachten und auszubauen, wie es im Bildungs- und Erziehungsplan, wie ich finde, vorbildlich beschrieben ist, und dass damit die Politik, die Kinderbetreuungspolitik, den Schwerpunkt darauf setzt, Quantität auszubauen und die Qualität tatsächlich zu verbessern. Dafür steht Schwarz-Grün, und dafür haben wir viele Beschlüsse gefasst. In den letzten 2 Jahren ist die Summe von 420 Millionen € auf 460 Millionen € angestiegen. Das sind immerhin 10% mehr. Das lässt sich sehen. Das ist ein guter Schritt für die Kinderbetreuung in Hessen, meine sehr verehrten Damen und Herren. So, und bei der Beitragsfreiheit ist es so eine Sache. Niemand im Saal, glaube ich, kommt am Ende des Tages zu dem Schluss und sagt, das ist ein großer Lustgewinn, dass wir Eltern viel Geld dafür abverlangen, wenn sie ihre Kinder zur Betreuung geben. Niemand in diesem Saale. Die Frage ist tatsächlich nur, in welcher Prioritätensetzung geht man vor? Schafft man Quantität und Qualität? Und wenn die Frage und die Finanzen stimmen, tatsächlich kommt man dazu, auch tatsächlich in die Beitragsfreiheit einzusteigen. Und wenn die Schwerpunkte momentan so sind, wie sie sind, halte ich es aus dem aktuellen Gesichtspunkt aus finanzpolitischer Sicht für nicht umsetzbar. Ich sage Ihnen aber auch, dass so, wie Sie argumentieren, es auch nicht zutrifft. Es ist nicht eine Frage von ärmeren Eltern, die ihre Kinder nicht in die Kinderbetreuung geben können, weil wir alle wissen, dass die Ärmeren natürlich in die wirtschaftliche Jugendhilfe fallen. Das wissen wir. Es wäre bestenfalls eine Frage von dem prekären Mittelstand, die dann hohe Sätze bezahlen müssen, weil sie 2 Kinder haben. Natürlich ist das eine finanzielle Belastung. Das will niemand bestreiten. Aber wer weiß, wie hoch die Besuchsquoten in Kindergärten sind, und wer sie vergleicht mit anderen Bundesländern, wo Beitragsfreiheit herrscht, der weiß, dass sich das Argument nicht löst, das Sie bringen, dass die Beitragsfreiheit dazu führen würde, dass Kinder der frühkindlichen Bildung vorenthalten bleiben. Wenn dem alles so ist, dann kann man sagen, Beitragsfreiheit ist natürlich irgendwann wünschenswert. Bildung muss irgendwann einmal kostenlos sein. Das ist eine Sache, die nicht falsch ist. Aber wenn man weiß, dass man historisch etwas aufholen muss, was in der Schulpolitik seit 100 Jahren gemacht wird, nämlich einen flächendeckenden, guten Ausbau von Einrichtungen,
und dass wir auch den Rechtsanspruch für alle verwirklichen wollen, dass wir dann gutes Personal, gut geschultes und tatsächlich auch den Bildungs- und Erziehungsplan umsetzen wollen. Wenn wir das alles tun wollen, kann man nicht sagen, wir können alles auf einmal machen. Und deswegen haben wir auch für diesen Haushalt 2017 keine Beitragsfreiheit eingeschrieben, wie Sie alle wissen. Beitragsfreiheit, glaube ich, in diesem Punkt auch die Kollegen von der CDU oder die Kolleginnen und Kollegen von der CDU. Ich habe von keinem der Kolleginnen und Kollegen der CDU gehört, dass das wirklich super toll ist, dass es was so viel kostet, die Kinder in die Kinderbetreuung zu geben. Das habe ich von keinem hier im Saal gehört. Ich glaube, dass wir uns früher oder später uns der Frage stellen würden. Es ist die Frage, wann das die finanzpolitische Schwerpunktsetzung hergibt, wann wir tatsächlich die uns anderen gesetzten Ziele erfüllt haben. Und deswegen komme ich zum Römisch 2, die Frage nämlich der Pauschalen und die Anhebung der Pauschalen. Diese Frage, die Sie in Ihrem Gesetzentwurf ansprechen, ist im Kontext zu sehen der Evaluation des Kinderfördergesetzes. Ich glaube, so wie wir es im Koalitionsvertrag von CDU und GRÜNEN festgeschrieben haben, ist, dass wir da sehr klug vorgehen. Wir haben wissenschaftlich evaluieren lassen, wie das Kinderfördergesetz wirkt, wie das Gesetz wirkt, wo es noch Aufforderungen an uns gibt, an die Politik, wo wir nachsteuern können und sollen. Diesen Bericht finde ich hochspannend, hochinteressant. Und wir haben auch im Koalitionsvertrag geschrieben, dass wir gegebenenfalls nachsteuern werden. Und deswegen ist tatsächlich der runde Tisch Kinderbetreuung, der Kindergipfel, wie er auch heißt, in 14 Tagen von entscheidender Bedeutung. Dort liegen allen Akteuren aus der Kinderbetreuung liegen diese Evaluationsbericht vor. Dort werden wir diskutieren, welche qualitativen Stellschrauben wir noch bedienen müssen, damit es noch eine weitere Verbesserung gibt in der Qualität, eine weitere Verbesserung des Kinderfördergesetzes. Das wird aber dann gemacht, wenn wir den Bericht alle und gründlich gelesen haben, nicht immer dasselbe sabbeln, was wir schon vorher gesabbelt haben, sondern wenn wir den Bericht gelesen haben und wenn wir es dann mit den entscheidenden Akteuren tatsächlich auch diskutiert haben und gemeinsam dazu kommen, neue Schwerpunkte zu setzen zur Verbesserung der Qualität. Und Sie werden sehen, das wird auch nicht zum Nulltarif zu haben sein. Und wenn wir dann das KiföG nachgesteuert haben und wenn wir die Qualität und die Betreuung, die frühkindliche Bildung ein weiteres Mal verbessert haben, dann werden wir uns auch in diesem Saal erneut der Frage stellen, wie wir mit der Beitragsfreiheit umgehen sollen. In diesem Sinne ist Ihr Gesetzentwurf von uns wird er abgelehnt. Wir wollen die Beitragsfreiheit heute nicht. Wir wollen die Qualität verbessern, aber erst nachdem wir sie tatsächlich auch auf wissenschaftlicher Grundlage analysiert mit den Akteuren diskutiert haben, werden wir uns wiedersehen in der Koalition, im Landtag und mit den Wohlfahrtsverbänden und darüber reden, wie wir Qualität verbessern wollen. So macht man gute Kinderbetreuungspolitik, Ausbauquantität, Ausbauqualität, und dann reden wir über das, was noch wünschenswert ist. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Kollege Bocklet. Das Wort hat der Sozialminister, Staatsminister Grüttner. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es ist schon hinlänglich gesagt worden, dass wir praktisch in der vierten Lesung eines Gesetzentwurfs sind und die Argumente weitestgehend ausgetauscht sind. Insofern will ich an dieser Stelle nur zwei Sätze dazu sagen. Ich finde, ein Gesetzentwurf, der die Trägerautonomie aushöhlt und auf der anderen Seite Elternwille nicht berücksichtigt, ist ein Gesetzentwurf, der keine Mehrheit in diesem Hause finden darf. Das ist die Nummer eins. Nummer zwei an dieser Stelle ist, und das ist letztendlich eine Diskussion, die wir schon geführt haben und wahrscheinlich in den nächsten Wochen und Monaten noch weiter intensiv führen werden, wie wir die Fragestellung der Gestaltung der Kinderbetreuung in Hessen weiterentwickeln können. Was mir an dieser Stelle gefehlt hat, und deswegen will ich das sehr deutlich sagen, und zwar wirklich gefehlt hat von jedem, der hier an diesem Pult heute zu diesem Thema gesprochen hat, ist, und das möchte ich sagen, sowohl die Kommunen als auch die freien Träger machen einen sehr guten Job im Bereich der Kinderbetreuung in Hessen. Und ich finde, das muss man auch einmal sagen, weil an der Stelle immer wieder die Frage auf den Tisch kommt, wie sieht das denn aus mit der Frage von Kinderbetreuung? Wenn ich mir vorstelle, welche Anstrengungen unternommen worden sind und welchen Weg wir gegangen sind seit der Normierung des Rechtsanspruchs auf die Betreuung der 1- bis 2-Jährigen, wie wir Platzausbau gemacht haben, wie wir die Frage von Fachkräften gestaltet haben,
wie wir die Frage von Inhalten gestaltet haben, wie wir es weitermachen in dem Bereich der Kinderbetreuung der über Dreijährigen, wenn man sieht, wie die Quoten aussehen, auch im Ländervergleich. Es ist ein System, das von den Eltern angenommen wird, das für Kinder eine große Qualität bietet und die letztendlich getragen wird von freien Trägern und von Kommunen, meine Damen und Herren. Und es ist nach wie vor mit zu berücksichtigen, dass die Fragestellung der Kinderbetreuung nach unseren gesetzlichen Vorschriften eine originäre Aufgabe der Kommunen auch ist. Und was wir machen müssen, ist, die Kommunen darin zu stärken, dass sie diese Aufgabe wahrnehmen können. Und natürlich müssen wir auch an der Stelle genauso schauen, welche Ansprüche haben die Eltern auch an die Fragestellungen der Kinderbetreuung. Und da will ich nur an zwei, drei Punkten noch etwas sagen, was mich ein bisschen verwundert. Das ist einmal, das ist ja kein jetzt neues Argument, dass Kollege Rock immer sagt, Menschenskinder, nee, dadurch, dass wir Kinderbetreuung anbieten, können die Eltern arbeiten gehen. Dadurch, dass die Eltern arbeiten gehen, bezahlen sie Steuern. Damit wird der Staat finanziert. Und anschließend können wir dann praktisch das in so einem rollierenden System finanziert sich eigentlich die Kinderbetreuung selbst, wenn der Staat genug Geld dazu gibt. Und gleichzeitig dann auch noch die Situation sagt, dass man die Fragestellung sagt, dass das eine Bildungseinrichtung ist. Also in diesem Landtag, glaube ich, muss niemand überzeugt werden mehr, dass die Kinderbetreuung mehr ist als Betreuung, sondern Bildung ist. Ansonsten bräuchten wir nicht seit mehr als 10 Jahren einen Bildungs- und Erziehungsplan in Hessen zu haben. Aber ich sage auch sehr deutlich, was wir nicht wollen ist, und das höre ich so leise immer wieder mit heraus, wir wollen keine Kinderschule. Wir wollen keine verpflichtete Kindertagesstätte, und wir wollen nicht die Kindertagesstätte als Fortsatz oder als Anfang von der Schule, um das eindeutig zu sagen. Das liegt nicht in unserem Interesse. Der zweite Punkt ist, aber das kommt immer wieder so dabei raus. Der zweite Punkt ist, wir müssen sehr genau darüber nachdenken, wie das Verhältnis ist im Hinblick auf die Fragestellung Qualität in den Kindertagesstätten, aber auch Belastungen von den Eltern. Und das ist das Spannende in dem Bereich der Politik, hier eine entsprechende Abwägung zu finden. Und da gibt der Bericht oder der Evaluationsbericht zum Kinderförderungsgesetz, er wird uns natürlich noch reichlich beschäftigen, eine ganze Reihe von guten Ansatzpunkten. Das ist normal, dass wir ihn wahrscheinlich den gleichen Bericht in Teilen unterschiedlich lesen. Aber an ein paar Fakten kann halt keiner vorbeikommen. Und wenn erst durch das neue Kinderförderungsgesetz erstmalig in 54% der Kindertagesstätten in Hessen, so der Evaluationsbericht, erstmalig Leitungen eine Chance haben, Ausfallzeiten zu berücksichtigen. Ist das ein Erfolg dieses Gesetzes, weil es das vorher nicht gegeben hat? So, und jetzt kann man immer noch sagen, Mensch, die 15% reichen nicht, es müssen 25, es müssen 30 oder es müssen 40% sein. Aber die Tatsache, dass erst einmal ein Bewusstsein gebildet worden ist, dass es an dieser Stelle eine Notwendigkeit gibt, auch Zeiten einzuräumen, ist nur durch das Kinderförderungsgesetz auf den Weg gekommen. Die Tatsache, dass wir eben nicht verpflichtet Bildungs- und Erziehungsplan eingesetzt haben, sondern dass wir es als Qualitätspauschale eingesetzt haben, führt dazu, dass der überwiegende Teil der Kindertagesstätteneinrichtungen in Hessen inzwischen nach den Grundlagen des Bildungs- und Erziehungsplans arbeitet und nicht verpflichtend, sondern freiwillig. Und dann ist in der Regel das, was man freiwillig ist, von größerem Erfolg, hat eine größere Erfolgsaussicht als das, was ich zwangsweise irgendwo verordne. Und ein letzter Punkt, die Frage von Beiträgen. Ja? Es ist immer ein spannender Punkt, darüber zu reden, wie die Fragestellung von Beitragsfeststellung, Freistellung oder wie das anders aussieht. Und es ist auch ein Thema, über das wir uns unterhalten müssen. Und wir müssen dieses aber auch in der Differenziertheit tun, die dieses Thema auch verlangt. Und zwar unter dem Gesichtspunkt tatsächlich, wir reden nicht über die Fragestellung der Entlastungen von Eltern, die mit prekären Einkommensverhältnissen da sind. Da ist die wirtschaftliche Jugendhilfe so weit, dass sie den Eltern das entsprechend nimmt. Dann reden wir über die Entlastung von Kommunen und von Trägern oder von Kommunen. Aber wir reden nicht über die Entlastung von Eltern, weil die Eltern haben an dieser Stelle keine Belastungen.
in diesem Kontext. Und wir müssen darüber reden, wie sich Belastungen auch in Hessen in den unterschiedlichsten Bereichen darstellen und wo wir Ansätze finden, um entsprechende Entlastungen auch vorzunehmen, ohne dass dabei die Qualität in den Kindertagesstätten darunter leidet. Und das ist eine Diskussion, bei der es sich lohnt, sich auch tatsächlich Gedanken zu machen. Und da werden uns natürlich, also ich rede nicht von einem Kindergipfel, ich rede auch von sonst irgendwas nicht, sondern wir werden am 6. Februar, die Einladungen sind ja raus, den Evaluationsbericht mit dem Institut, das ihn entsprechend auch erstellt hat, in den einzelnen Facetten auch beraten. Wir werden das im Ausschuss tun. Und anschließend werden wir, und das ist halt normal im politischen Geschäft, unsere jeweiligen Schlussfolgerungen daraus ziehen. Nur, und deswegen ist es halt auch irgendwo schade, dass trotz des Wissens, ob Zeitabläufe, trotz des Wissens im Hinblick auf die Fragestellung, was an Unterlagen durch einen Evaluationsbericht vorliegt, ein solcher Gesetzentwurf heute erneut zur Beratung ansteht. Es wäre sinnvoller gewesen, sage ich, an dieser Stelle ein Stück zu warten und erst einmal die Diskussion abzuwarten, als einen Gesetzentwurf, der schon einmal abgelehnt worden ist, noch einmal erneut in die Beratung hineinzubringen. Die Landesregierung wird an dieser Stelle diesem Gesetzentwurf sicherlich nicht raten, dass das Parlament ihm zustimmt. Deswegen denke ich, wird das Abstimmungsverhalten unabhängig davon auch eindeutig sein. Es ist immer eine spannende Diskussion, nur ein solcher Gesetzentwurf war absolut überflüssig. Vielen Dank, Herr Minister. Es gibt keine weiteren Wortmeldungen. Wir kommen zur Abstimmung über den Gesetzentwurf der Fraktion DIE LINKE für ein Gesetz zur Änderung des Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuchs. Zweite Lesung. Wer dem Gesetzentwurf seine Zustimmung gibt, bitte um das Handzeichen. Die Fraktion DIE LINKE. Wer ist dagegen? Das übrige Haus. Damit ist der Gesetzentwurf ab. Eine Enthaltung, Frau Kollegin Öztürk, ja, winkt ein bisschen lauter. Damit ist der Gesetzentwurf der Fraktion DIE LINKE abgelehnt. Meine Damen und Herren, wir wären am Ende der Plenarsitzung. Ich weise noch einmal darauf hin, dass jetzt im Anschluss an die Sitzung der Rechtspolitische Ausschuss zusammenkommt zu seiner Sitzung im Sitzungsraum 510W. Das war's für heute. Ich bedanke mich, wünsche Ihnen alles Gute, Glück auf, bis morgen früh. Die Sitzung ist geschlossen.